Liebe Menschen 50 plus, herzlich willkommen bei BZ Nachrichten TV. Ich bin Uwe Matthias Müller und heute geht es um die Demografiedebatte in Erfurt. Ich bei mir am Kai Philipps. Herr Philipps, Sie sind Leiter der Serviceagentur für Demografie im Freistaat Thüringen und sind heute Veranstalter der Demografiedebatte hier im Augustinerkloster. Worum geht es? Die Serviceagentur Demografischer Wandel macht Demografiekonferenzen jetzt seit 8 Jahren mit einem jährlich wechselnden Schwerpunkt, weil wir gesehen haben, Demografie ist eins der Megathemen, die Thüringen umtreiben müssen. Wir verlieren zwischen 1990 und 2035 über ein Drittel unserer Bevölkerung. Die bleiben, sind deutlich älter im Durchschnitt. Und wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie wir für diese Menschen das Land lebenswert erhalten. Deswegen ist es wichtig, auf diesen Konferenzen den Austausch miteinander zu suchen. Und ich freue mich, dass wir gemeinsam, nicht nur als Serviceagentur, sondern mit dem Bundesverband, mit den Themen Mobilität und Digitalisierung dieses Jahr am Start sind. Was sind die Highlights, die Sie heute erwarten? Spannend finde ich, dass wir einen Mehrklang bekommen haben zwischen einem wissenschaftlichen Input, der uns zum Thema Mobilität, Digitalisierung, ein besonderes Feld der Digitalisierung, nämlich medizinische Dienste, Telemedizin, am Vormittag sehr viele Inputs geben wird, vermutlich auch sehr viel Neuerungswert. Das Ganze ummantelt mit einem sicherlich hochspannenden Vortrag zu Demografiefragen von Herrn Klingholz vom Berlin-Institut. Und dass wir am Nachmittag die Möglichkeit haben, dann, das ist für uns in Thüringen natürlich besonders wichtig, auch die politischen Aspekte, die daraus erwachsen, mit verantwortlichen Politikern aus der Landesregierung. Herr Philipps, wir erwarten 140 Gäste heute. Große Veranstaltung. Ich wünsche uns gemeinsam viel Spaß, viel Erfolg und schönes Wetter. Scheint alles zu passen. Ich danke mich sehr, dass wir so schön kooperieren.